Einen wunderschönen guten Tag, Freunde, und willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video erkläre ich euch, wie ihr eure Rolle sehr schnell und einfach pflegen könnt. Warten plus ölen sozusagen und gleichzeitig auch sauber machen. Das alles geht in ca. 10 bis 15 Minuten. Das Video wird ein bisschen kürzer sein, nur damit ihr das schon mal ungefähr wisst. Ich werde euch natürlich zeigen, alles was ihr braucht. Dementsprechend 4 bis 5 Ohrstäbchen oder Wattestäbchen. Dann ein kleines Rollenöl, was ihr ausdrücken könnt, nicht spritzen, sondern einfach nur tröpfchenweise ausdrücken könnt, und Rollenfett. Dabei ist es nicht wichtig, was ihr für ein Fett habt, dabei ist es nicht wichtig, was ihr für ein Rollenöl habt. In der Regel haben die im Angelladen das Richtige, und wichtig ist nur, dass das Öl nicht zu dickflüssig ist. Das sollte aber eigentlich passen, wenn ihr euch im Angelladen da beraten lässt, kriegt ihr auf jeden Fall das Richtige. Fangen wir damit an, dass das Sideplate der Rolle geöffnet wird. Bei jeder Rolle ist es ein bisschen anders. Hier drehe ich dieses Rädchen auf. Funktioniert so und kann schon die Sideplate öffnen. Hole die Spule raus. Spule ist raus, Sideplate ist raus, und jetzt haben wir eine Rolle ohne Spule und Sideplate. Das ist jetzt schon mal das Erste. Als Nächstes zeige ich euch, dass ihr hier verschiedene Lager habt. Die Lager befinden sich einmal hier, genau in der Mitte. Dann gibt es hier in der Sideplate nochmal ein Lager. Und hier gibt es ein Lager. Jeder kennt es, dass es nach 2, 3, 4, 5 Monaten nicht mehr so schön rund läuft und die Rolle relativ laut ist, teilweise nicht mal mehr so schön weit wirft. Deshalb mache ich das wirklich alle 2, 3 Monate, gerade für mich, weil ich ja sehr, sehr viel am Wasser bin und die Rolle sehr viel nutze. Und werde euch erstmal zeigen, wie ihr die sauber macht und anschließend das Öl reinmacht und das Fett. Für das anschließende Prozedere brauchen wir, wie wir hier schon sehen, ein bisschen Zewa und die Ohrstäbchen, und fangen damit an, dass wir einmal die Lager ein bisschen reinigen. Dafür gehen wir ganz einfach mit dem Ohrstäbchen hier lang und drehen es so ein bisschen. Hier ist noch nicht so viel Dreck, das ist optimal. Die Rolle wurde auch vor 2 Monaten circa gewartet. Wir machen hier alles so ein bisschen trocken. So. Wo wir am meisten sauber machen müssen, ist hier bei diesem kleinen Gewinde, was die Schnur verteilt. Und zwar befindet sich das hier. Hier ist sehr, sehr viel Dreck immer drin. Und das seht ihr, indem ihr jetzt schon mit dem Stäbchen hier lang geht. Es ist schön schwarz und dreckig. Und hier überall ist irgendein Dreck. Sehen wir hier, oder? Das mache ich jetzt alles sauber. Und anschließend kommt dann, wenn das alles sauber ist, Öl plus Fett. Aber dazu gleich noch mehr. So, die Rolle ist jetzt sauber oder fast perfekt sauber sogar. Ihr seht hier, es sammelt sich tatsächlich sehr viel Dreck in den Rollen, und das macht, dass sie dann entweder rau laufen, nicht mehr so weit werfen, ziemlich laut werden, und genau dafür ist dieses Prozedere, was ich euch jetzt hier zeige, definitiv notwendig und auch sehr hilfreich. Und jetzt kommen wir schon mal zum Fetten und zum Ölen. Zu Beginn fange ich an, die Rolle zu fetten, und da ist es sehr, sehr wichtig, dass ihr dieses Gewinde hier fettet, weil wenn es trocken ist, verschleißt es sehr, sehr schnell und ist dementsprechend auch nicht so leise, wie man sich wünscht. Also öffne ich dieses Öl und stecke dann ein bisschen rein, pumpt da ein bisschen Öl rein. Lieber zu viel als zu wenig. Da habt ihr jetzt nochmal das Stäbchen, natürlich lieber eine Seite, die nicht so dreckig ist, damit ihr es so ein bisschen verteilen könnt. Kurbeln, damit sich das richtig verteilt. Ein paar Mal kurbeln. Mach das nochmal hier auf der anderen Seite. Nun haben wir in dem Gewinde, was die Schnur verteilt, genügend Fett. Man kann da noch ein Tröpfchen Öl reinmachen. Einfach damit es so ein bisschen weniger dickflüssig ist,
Jetzt dreht ihr die Rolle noch ein bisschen, aber sehr viel Öl braucht ihr dann nicht, weil das wird eh wieder rausgehen. Spätestens wenn ihr am Wasser seid, da ein bisschen Wasser rankommt, das wird sich alles in Luft auflösen, aber damit es ein bisschen flüssiger ist. Ne? Und jetzt seht ihr schon, es macht kein Geräusch mehr, es kurbelt sich wirklich perfekt, ohne Probleme. Hat die Rolle zwar auch davor schon relativ gut gemacht, aber nur, weil ich sie jetzt in den letzten 3 Jahren einfach immer regelmäßig gewartet habe. Jetzt kommen wir zur Spule und zum Sideplate. Im Sideplate befindet sich hier so ein kleines Löchlein. Ich bin Fan davon, immer mal so ein bisschen Öl reinzumachen, so. Ist zwar jetzt wahrscheinlich nicht das Wichtigste, aber ich mache das immer so ein ganz bisschen überall verteilen. Lieber zu viel als zu wenig. Dann kommen wir zur Spule. Da mache ich auch immer oben so ein bisschen was drauf. Zack. Und vor allem, ganz wichtig, im Kugellager. Hier ist ein Kugellager und das solltet ihr definitiv ölen. So. Wenn ihr ein bisschen zu viel Öl drauf macht, kann es sein, dass es die ersten paar Würfe nicht so krass gut wirft, wie man sich eigentlich wünscht und erhofft. Aber lieber zu viel als zu wenig, denn nach spätestens 10 Würfen, sage ich mal, ist es dann überall verteilt und wirft sich super und geschmeidig und macht auch keine Geräusche mehr. Deshalb lieber ein bisschen mehr als zu wenig. Es gibt bestimmt Leute, die würden genau das Gegenteil behaupten, aber meiner Meinung nach ist es so am besten. Jetzt, wo wir die Sideplate und die Spule mit Öl versehen haben, können wir hier nochmal drin ein bisschen Öl reinmachen. Zack. Bisschen Öl tut der Rolle gut. Jetzt am besten noch ein bisschen kurbeln, dass sich das alles auch wieder verteilt. Nun haben wir alle Teile, die geölt werden sollten, geölt. Fehlt jetzt nur noch die Sachen, die sich überall ein bisschen bewegen, wie wir hier sehen, zum Beispiel hier das kleine Rädchen, auch wenn ich euch nicht sagen kann, was es genau ist, doch ist das zum Verteilen der Spule, aber einmal hier ein bisschen mit Fett versehen, lieber ein bisschen was reinmachen, auch wenn ihr nicht wisst, was es ist, solange es sich bewegt, ist Fett da nie verkehrt, weil das minimiert die Reibung. Das haben wir schon mal gemacht. Jetzt machen wir die Spule wieder rein. Zack. Rollt. Super. Sideplate rauf. Ach, was ich fast vergessen hätte. Hier das Rädchen, was man für die Bremse verwendet, kann man auch ruhig noch mal ein bisschen mit Fett versehen. Mache ich genau so. Zack. Ganz bisschen. Jetzt dreht ihr einfach mal so ein bisschen hin und her. Das passiert aber schon von alleine alles. Könnte ich hier nochmal mit dem Fettstäbchen ein bisschen lang gehen. Zack. Und Sideplate wieder rauf. Zudrehen. Und schon haben wir das Allerwichtigste gemacht. Eigentlich fertig. Die Rolle ist schön leise. Smooth. Kurbelt sich sehr schön. Hier die Spule, seht ihr. Obwohl sie nicht mal offen ist, jetzt. Also ihr seht, bis jetzt noch gar nichts kaputt gemacht. Alles schön und gut. Was wir noch machen können, das ist aber nur optional, hier ein bisschen Öl in die Nobs, also dazwischen, damit die sich ein bisschen besser drehen, weil meine drehen sich auch schon nicht mehr so perfekt, habe ich aber auch schon lange nicht mehr gemacht. So, gleiche Geschichte für den Knob, beide Knobs hier ein bisschen dazwischen reinpacken. Ja, Freunde, und schon ist die Rolle in weniger als 15 Minuten gewartet, kurbelt sich schön, hält viel länger und ist vor allem leiser und wirft weiter. Also es gibt nur Vorteile. Dieses Öl und Fett sind bestimmt nicht teuer in eurem Angelladen. Da wird so ein Ding vielleicht 5 bis 10 Euro kosten, das hier auch. Wattestäbchen haben wir ja alle. Und ihr könnt immer mal noch so einen kleinen Schraubenzieher oder irgendwas Spitzes benutzen, um irgendwo Dreck entfernen zu können. Aber im Großen und Ganzen sind wir jetzt eigentlich schon fertig. Und zum Thumbnail. Richtiges Öl würde ich definitiv nicht benutzen. Das war ja nur ein kleiner Spaß. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Wenn ihr eine andere Rolle habt, wo ihr nicht wisst, wie ihr das Sideplate öffnet oder sonstiges, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ich beantworte alle eure Fragen und versuche euch dementsprechend auch zu helfen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao, ciao.